Sie brauchen nicht zu schreien, ich höre Sie. Damit hallo und herzlich willkommen in der IT-Hotline. Was werde ich heute für Sie tun müssen? Ein technischer Fehler. Deswegen hat hier ja noch nie jemand angerufen. Ein technisches Problem, also okay. Ja, wegen einer Lösung hat ja auch noch nie jemand angerufen. Was genau ist denn das Problem? Ihr Rechner geht nicht an. Okay, haben Sie überprüft, ob das Gerät eingeschalten ist? Es leuchtet. Okay. Ach, da kommt eine Fehlermeldung. Ja, die müssten Sie mir mal durchgeben, bitte. Nicht so schnell. Nochmal bitte langsam. Können Sie das bitte nochmal wiederholen? Okay. Ja, habe ich hier notiert. Gut. Müsste einmal aufschreiben, wann das Problem aufgetreten ist. Beim Einschalten. Das Problem schon mal aufgetreten. Okay, wie oft ist das schon aufgetreten? Können Sie sich erinnern, was Sie das letzte Mal gemacht haben, als es aufgetreten ist? Sie schreiben eine komplette E-Mail auf Englisch. Dann Ihren Namen auf Deutsch. Okay.
Steht bei Ihnen nicht auch ein Text dran? Ja, lesen Sie den bitte vor. Also fassen wir zusammen. Dieser Fehlercode tritt auf, wenn der Rechner nicht mit dem Internet verbunden ist. Okay, und Sie wollen jetzt wissen, wie man das löst. Okay. Natürlich. Liegt ja auch gar nicht auf der Hand. Also unten rechts ist so ein Zeichen. Das hat so drei Striche sind das. Ja, so nach oben. Genau, da klicken Sie mal drauf. Was steht da dran? Okay. Wie heißt denn Ihr Internet? Das klicken Sie jetzt an. Dann geben Sie dort Ihr Passwort ein. Dann verbinden Sie sich mit dem Internet. Funktioniert. Es war mir keine Freude, aber wenigstens ist es jetzt vorbei, Ihnen zu helfen. Schönen Tag noch. Sekunde bitte. Stopp, stopp, stopp. Nicht so schnell. Was ist Ihr Problem? Allgemeine Fehlermeldung. Dann geben Sie mir mal bitte den Code durch. Bisschen langsamer. Sie auch nicht einfach bei Ihrem Nachbarn drucken. Ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen. Nein, ich kann das nicht bei mir ausdrucken. Nein, mehr kann ich da nicht für Sie tun. Ja. Schönen Tag. Tschüss. So viel können Sie mir für diesen Job gar nicht mehr bezahlen. Nächster Kunde, bitte. Schönen guten Tag. Was werde ich für Sie tun müssen? Sie rufen mich an, damit ich Ihnen Word erkläre. Nee, also tut mir leid, das geht nicht, ja? Ich werde den Fall jetzt mal direkt als Bandit markieren. Okay, nächste Kunde. Willkommen bei der IT-Hotline. Was werde ich für Sie tun müssen? Ich schreibe mal kurz mit. Ich fordere lieber schnell Zugriff auf Ihren Computer.